Onkel, Mensch, du wolltest doch nur noch gute Nachrichten verbreiten, dann mach ich doch. Bin ich doch dabei, ich war da gerade bei Netto einkaufen. Ich hatte brav meine Ware aufs Band gelegt, auch die Trennstange benutzt, aber dann kam es anders als erwartet. Der Kassierer sagte zu mir, Sie müssen schon gucken, ob die Kasse offen ist. Ich guckte, ich hatte die Brille vergessen, es war Montag. Es war ein feiner Montag. Es war ein feiner, butteriger Montag für 1,49. Ich freute mich natürlich über dieses Schnäppchen und sagte zu ihm, Mensch, ich hab so eine gute Laune, das werden Sie mir doch nicht kaputt plaudern. Er staunte ein bisschen, sein Gesicht bewegte sich gar nicht. Steingesicht, ich lachte. Er zickte völlig ab. Ich hatte Verständnis für seine Situation, denn er müsste mindestens noch bis 19 oder 20 Uhr im Kassenhäuschen sein und noch tausend andere Sachen rausmachen. Ich hatte ihm sofort verziehen. Verstehst du, Onkel? Einfach die schlechte Laune abperlen lassen. Die Moral von der Geschichte? Da gibt's keine Moral. Es kommt auf die Butter drauf an und die lasse ich mir doch nicht vom Brot nehmen. Natürlich dachte ich auch daran, was gestern alles passierte Schönes, als ich einen Kaffeebesuch noch um 20.30 Uhr, du weißt schon, eine Vollfettstufe ist eine Vollfettstufe. Ich bin Kunde, ich muss kaufen. Onkel, mach keine Wese, Kaffee kochen, Küchentisch, glücklich sein. Wir sind verdammt jung. Okay, ich habe keine Frisur, ich habe nur Haare, aber dafür habe ich jede Menge Mützen. Die können das verschleiern.